Leute, El Nino hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute öffnen wir zweimal die Schimmernde Legenden Spezialkollektion Box. Ja, wir schnacken eine Schlange und gehen direkt rein. So, dann öffnen wir mal das schöne Set. So, da haben wir beide aufgemacht. Und dann packen wir doch mal aus. Aber geht ganz schön schwer auf hier. So, holen wir uns erstmal hier die Promokarten raus. So, packen wir gleich das nächste aus. So, da haben wir doch mal endlich alles ausgepackt. So, was haben wir hier drin? Wir haben in zwei Boxen 10 Booster von Schimmernde Legenden. Wir haben jeweils zwei Codekarten. Und wir haben zwei Giant-Karten, zwei Promos Zoro Arc GX und zwei von Zoroa. Zusätzlich haben wir jeweils die Münzen dabei. Ja, was soll ich sagen? Dann machen wir mal wieder was Gutes für euch. Wir verlosen diese Sachen an zwei Personen. Also dass jeder zwei Giant-Karten kriegt, zweimal Zoro Arc GX, zweimal Zoroa und jeweils eine Münze. Was ihr dafür machen müsst, ihr müsst Abonnent des Kanals sein, ihr müsst ein Like auf dieses Video dalassen und einen netten Kommentar schreiben. Dieses Gewinnspiel wird dann im nächsten Video aufgelöst. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Glück. Ja, die Schimmernde Legenden Spezialkollektion Box ist aus dem Jahre 2017 und kostet heutzutage circa 85 bis 90 Euro. Was wir hier drin haben können, man kann ein Mewtwo GX Rainbow ziehen, was circa 125 Euro wert wäre. Wir können ein Labor Mewtwo GX für 170 Euro ziehen oder verschiedene schimmernde Karten wie Arceus, Rayquaza oder Mew, die dann preislich zwischen 59 Euro und 120 Euro liegen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die ersten Packs. So, erstes Pack. Kartentrick. Und dann hoffen wir mal auf Pack Luck. Eine Feuerenergie. Die Energiezugewinnung. Ein Kleopatra. Ein Ramot. Ein Rosana. Zurokex. Ein Knilz, ein Baldorfisch, Flunschlick, Reshiram in Reverse Holo und unsere erste
Holo-Karte mit Latios. Das fängt doch schon mal gut an. Latios ist eine sehr, sehr schöne Karte. Sehr, sehr nice. So, gehen wir rein ins nächste Pack. Kartentrick mal wieder und rein. Wir haben eine Bodenenergie, den Schadenstransporter, Lilly, Ramot, ein Kurtel, ein Minun, Rosana, ein Zurokex, Knilz, Reverse Holo Ignivore und die nächste Holo mit Palkia. Haben wir ja schon zwei legendäre Pokémon in Holo gezogen. So sieht Palkia aus. Sehr, sehr nice. Und hier haben wir nochmal Reverse Holo Ignivore. Nächstes Pack. Kartentrick. Und Zeit für Packluck. Feuerenergie. Venufleavis. Ein Impergator. Ramot. Barmeline. Ein sehr, sehr süßes Pikachu. Bisasam. Kurtel. Bisaknosp. Chris in Reverse Holo. Und Hooper als Holo-Karte. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Bleibt übrigens bis zum Ende dran. Am Ende wird das Gewinnspiel aufgelöst. Wer bekommt Evoli VMAX? So, weiter geht's. Ich lege mir schon mal die Hüllen beiseite. Nächstes Pack. Kartentrick und rein ins Pack. Donnerenergie, Hyperball, Kleopatra, Ramot, Zurokex, Tyrakrok, Rosana, Blusel, Mizunda, Reverse Holo Golbit und ein Shaman. Ah, Shaman ist auch ein sehr, sehr cooles Pokémon. Nächstes Pack. Ah, eine schimmernde Karte würde ich mir definitiv schon wünschen. Nächstes Pack. Wir haben eine Donnerenergie, Venufleavis, Lilly, Bisaflor, jetzt haben wir die Entwicklung durch, Rosana, wir haben ein Zurokex, Knilz, Baldorfisch, Flunschlick, Hooper Reverse Holo und wir haben das Mewtwo GX. Eine der besten Karten in diesem Set, meine Freunde. Jawoll! Packluck ist definitiv am Start. Geil. Ich freue mich richtig. Jawoll! Was eine schöne Karte. Boah, die ist so nice. Sehr, sehr schöne Karte. Da freue ich mich echt. Packluck ist da. So, gucken wir uns nochmal das Mewtwo an. Sehr, sehr nice Karte. Geil. Eine der teuersten Karten aus diesem Set. Müsste meines Wissens nach, wie gesagt, bei, ich glaube, 170 Euro liegen.
Circa natürlich, je nachdem. Aber echt geil. Da freue ich mich. Da hat sich schon mal die erste Box schon mal rentiert, würde ich sagen. Ja, zweite Box beginnt. Nächstes Pack. Kartentrick. Stahlenergie. Ramoth. Grybok, die Pokémon-Züchterin, ein Rattan, Pikachu, Kanimani, Bisasam, Golbat, Chris und die nächste Hitkarte in Form von Raichu GX. Sehr, sehr nice Karte. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir Mewtwo gezogen haben. Ich kack ab. Nächstes Pack. Kartentrick und rein da. Wasserenergie. Tausch. Tali. Superball. Ein Karpelz. Flamiao. Ignivor. Feliloo. Tyrakrok. Reverse Holo Energie und die nächste legendäre Karte in Form von Zekrom. Auch sehr, sehr nice Karte. Aber mir persönlich gefallen die Reverse Holo Energie Karten auch sehr, sehr gut. Nächstes Pack. Wir haben eine Psycho-Energie, die Verkrümmungsenergie, Elektroball, Bogelin, ein Rossana, Zurukex, ein Knilz, Baldorfisch, Flunschlick, Minun Reverse Holo und Iveltal, das nächste legendäre Pokémon. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Ja, eine schimmernde Karte haben wir bis jetzt immer noch nicht gezogen, aber beschweren kann ich mich bei Mewtwo natürlich eher weniger. Aber trotzdem würde ich noch eine schimmernde Karte, würde ich mich drüber freuen. Vorletztes Pack. Kartentrick und Abfahrt. Feenenergie, die Energiezugewinnung, Bogelin. Tausch, ein Golbit, Voltoball, Karpelz, Flamiao, Ignivor, Reverse Holo Baldorfisch und ein Ma-Shadow in Holo. Keine besondere Karte, aber nimmt man mit. So, meine Freunde, letztes Pack für heute. Das letzte Mal Kartentrick und Abfahrt. Stahlenergie. Arbok. Die Super Anziehungskraft. Chris. Ein Flunschlick. Minun. Barmelin. Zurukex. Ein Voltoball. Reverse Holo Barmelin. Und ein nächstes legendäres Pokémon in Form von Reshiram. Ja, dann schauen wir uns doch noch mal an, was wir hier so gezogen haben. So, dann schauen wir uns doch noch mal an, was wir in diesem Opening gezogen haben. Ignivor, Hooper, Chris, Golbat, Hooper again, Chris again. Minun, Baldorfisch, Barmelin. Das waren die Reverse Holos. Ma Shadow, Unlichtenergie, Shaymin,
Ein Palkia, Latios, Reshiram, Again, Reshiram, Zekrom, Yveltal und die zwei besten Hits, Raichu GX und das Mewtwo GX. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen mit dem Preis vertan. Ich glaube, es liegt in Anführungszeichen nur bei 125 Euro. Aber trotzdem, beschweren kann man sich da eher weniger. Einfach nice Karte. Gucken wir uns mal den Zustand etwas genauer an. Das Centering sieht relativ gut aus. Rechts vielleicht ein bisschen breiter als links. Wir haben hier ganz links oben ein kleines bisschen Whitening. Aber alles im Allen sehr, sehr nice Karte. Ja. Eine Sache gibt es noch zu tun. Wir lösen heute das Gewinnspiel auf. Wer gewinnt das Evoli VMAX? So, ich habe hier alle Teilnehmer mit drin. Wir mischen mal durch. Und den oder die erste, die wir ziehen, wird das Evoli VMAX gewinnen. So, wer hat gewonnen? Chris Eremenko hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich bei mir, entweder per YouTube-Nachricht oder auf Instagram. Ich danke allen, dass ihr mitgemacht habt. Nächstes Mal werdet ihr sicher mehr Glück haben. Und wie gesagt, es ist ja ein neues Gewinnspiel am Start. Zwei Leute können jeweils einmal das Set gewinnen. Abonnieren, kommentieren, liken. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.